Man muss sich hier in Wolgograd nicht verstecken, auch nicht im europäischen Vergleich. Diese Wolgograd Arena ist ein richtig tolles Stadion. Gerade frisch eröffnet, 45.000 gehen rein, klasse Atmosphäre, tolle Architektur, alles auf modernstem Niveau. Also diese Arena würde auch in den absoluten Top-Ligen eine gute Figur abgeben. Und hier sehen wir die Startaufstellung für die Partie heute. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Hier ist die heutige Aufstellung von Frankreich. Wir sehen sie heute in einem 4-4-2, Buschi. Was sagst du dazu? Also wir haben da wirklich zwei Viererketten in Abwehr und Mittelfeld. Die werden versuchen, das Spiel eng zu machen. Und vorne sollen es dann die beiden Offensiven richten. Einer, so vermute ich, eher als hängende Spitze. Mbappé. Super dazwischen gegangen. Er packt das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Weg ist der Ball. Conte. Pogba. Frankreich, sehr energisch. Giroud jetzt. Paul Pogba. Da kommt der Pass. Bonaventura. Immobile. Es gibt Einwurf. Belotti. Lukas. Und Varane. Pogba. Nun Griezmann. Conte. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ballverlust. Pogba. Herr Griezmann. Lema. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Lema! So, Einwurf Italien. Damian. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Und jetzt Verratti. Er lässt weiterlaufen. Klasse, durch den Vorteil. Dankbar dieser Ball für Lloris. Da hat er überhaupt keine Probleme mit. Klasse Aktion, Ball ist weg. Die Kollegen lassen Griezmann vorne so ein bisschen verhungern. Jetzt wird er selber aktiv. Jetzt Riesenchance für Giroud. Gehalten, ganz stark. Ecke für Frankreich. Die Ecke kommt von Griezmann. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Chance. Da verlängert er den Ball. Antoine Griezmann. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Den Ball spielt er raus. Immobile. Verratti. Klasse Versuch, trotz der Distanz geht er nur knapp vorbei. Lukas. Nun Griezmann. Wird das eine Torchance? Pogba. Verratti jetzt dazwischen. Griezmann jetzt. Das könnte die Gelegenheit geben. Abseits. Er ist zu früh gestartet.
Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Immobile. Jetzt müssen sie aufpassen. Damian. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Und da ist der Ball wieder weg. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Conte. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Jetzt die Franzosen. Null, null zur Pause. Alle sind wieder da hier in der Volgograd Arena. Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang in dieser Partie. Vorstoß der Italiener. Florenzi. Immobile. Da trennt er ihn vom Ball. Die Franzosen über außen. Klasse Zuspiel. Hereingabe. Fällt das Tor doch noch. Klar, gibt Einwurf. Giroud. Lehmann. Ball soll zu Griezmann. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Das war eine wichtige Parade, wäre sonst der Rückstand gewesen. Insigne. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Guter Pass. Belotti jetzt. Was für eine Chance. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Jetzt kann Italien mit der Führung im Rücken sicherlich ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Varane am Ball. Pogba am Ball. Nun Griezmann. Giroud. Er verliert die Balance nicht. Abgepfiffen, gibt Freistoß gegen Italien. Pogba, Lehmann fängt diesen Ball ab. Zappacosta. Gute Gelegenheit. Da kommt er dran. Gute Aktion. Er legt ihn drüber. Jetzt muss er hier neue Impulse. Mit der Faust kann er hier retten. Klasse gemacht. Stark geblockt. Ferrati. Ah, da passt er nicht. Lloris ist da, aber der Abschluss war auch zu schwach. So wird das nichts mit dem Treffer. Wird das seine Torchance? Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Herr Griezmann. Und nun Giroud. Lukas. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Es gibt Einwurf. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Und Nabil Fekir. Dembélé. Jetzt die Flanke. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt müssen sie aufpassen. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Die Franzosen über außen. Gute Flanke.
und Insigne. Da kommt er weit raus und kann klären. Super Aktion. Klasse mitgespielt hier und das wird von Torhütern heute ja auch verlangt. Und er gewinnt den Zweikampf. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Jetzt Ferrati. Umtiti. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Ferrati am Ball. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Immer noch die Franzosen. Vorteil. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball kommt zu Giroud. Zappacosta. Jetzt Insigne. Könnte gefährlich werden. Insigne. Gute Aktion hier vom Torwart. Sein Team darf weiter auf ein Unentschieden hoffen. Ja, absolut. Wäre das Ding drin gewesen, hätten sie die Partie abschreiben können. Da trennt er ihn vom Ball. Schönes Pressing jetzt. Dembélé. Da kommt der Pass. Der Pass sehr ungenau. Wird abgefangen. Dabei brauchen sie so dringend einen Treffer. Nun Insigne. Vorstoß der Italiener. Und den hält er fest. Gut gemacht. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Und der Sieg ist